Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um zwei Updates zu Fällen, zu denen ich bereits Videos gemacht habe. Leider sind dies keine positiven Updates. Einmal geht es um den Fall von Claudia Otto aus dem Jahr 1987. In diesem Fall sollte eigentlich dem mutmaßlichen Täter der Prozess gemacht werden. Und im zweiten Fall geht es um Brigitta Jacobi aus dem Jahr 1995. In diesem Fall ist der Täter bereits verurteilt worden, allerdings ging der verurteilte Täter in Revision und hatte damit Erfolg. Zu beiden Fällen habe ich euch die Links in der Beschreibung hinterlegt, also zu den vorherigen Videos, die ich zu den Fällen schon gemacht habe. Fangen wir an mit dem Fall von Claudia Otto. Claudia Otto war am 7. Mai 1987 im Alter von 23 Jahren im Landhotel ihrer Eltern erwürgt worden. Ein Jahr später hatte der Verdächtige im Sauerland zwei Menschen umgebracht, war dafür rechtskräftig verurteilt worden und saß deswegen 32 Jahre im Gefängnis. Überraschende Entwicklung im Fall der Gastwirtstochter Claudia Otto. Der mutmaßliche Mord, der sich vor 34 Jahren in Loma bei Bonn ereignet hat, scheint aufgeklärt. So berichtet der Spiegel vom 26. April 2022. Ein neuer Anlauf der Cold Case Einheit im Landeskriminalamt hat einen bereits verurteilten Doppelmörder nun wegen dieses dritten mutmaßlichen Mordes in Untersuchungshaft gebracht, berichtet die Polizei Bonn in einer Pressemitteilung. Der inzwischen 66-Jährige sei am Dienstag in Detmold festgenommen worden, teilte die Polizei in Bonn mit. Ein Richter habe den Haftbefehl gegen ihn bestätigt und ihn in Untersuchungshaft geschickt. Laut Pressemitteilung der Bonner Polizei war der Verdächtige bereits im Dezember 2017 für den Mord an Claudia Otto ins Visier der Ermittler geraten. Ein Haftbefehl gegen den damals noch wegen des Doppelmordes im Gefängnis sitzenden 66-Jährigen sei nach erfolgter Prüfung jedoch wieder aufgehoben worden, da die Beweislage zunächst nicht ausgereicht habe. Die Ermittler der Mordkommission seien jedoch an dem Fall drangeblieben, hieß es weiter. Dabei habe man auch eng mit Wissenschaftlern kooperiert und dank neuer Methoden bei der Sicherung, Analyse und Zuordnung feinster DNA-Spuren eine Zuordnung zu einer am Tatort handelnden Person bestätigt. Die Bild berichtet dann am 1.12.2022, kleiner Hinweis, auch andere Zeitungen haben darüber berichtet, das nur der guten Ordnung halber, unfassbare Wende im Fall der ermordeten Claudia Otto aus Loma. Der bisherige Angeklagte wurde am Donnerstagmorgen auf freien Fuß gesetzt. Am vierten Prozesstag hob das Bonner Schwurgericht mangels dringendem Tatverdachts den Haftbefehl auf und setzte das Verfahren bis auf Weiteres aus. Die einzigen Indizien in dem Mordfall, zwei DNA-Spuren des Angeklagten am Körper der Toten, seien nicht sachgerecht untersucht worden. Verschiedene Spuren des Opfers und des Angeklagten seien möglicherweise bei den kriminaltechnischen Untersuchungen als auch im rechtsmedizinischen Labor in München vermischt worden. Das Gericht hat jetzt weitere Untersuchungen angeordnet. Noch vorhandene ungeöffnete Leichenfolien werden auf DNA untersucht. Wenn die Ergebnisse dieser Untersuchung vorliegen, wird die Kammer die Hauptverhandlung neu beginnen, heißt es. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten, der bis 2020 wegen Doppelmordes bereits 32 Jahre hinter Gittern gesessen hat, die Tötung der jungen Frau aus Loma vor. Sie wurde in der Nacht zum 9. Mai 1987 im elterlichen Gasthaus erdrosselt. Schon kurz nach der Tat war der Angeklagte, der damals regelmäßig die Gaststätte der Eltern von Claudia Otto besucht hatte, in Verdacht geraten. Doch erst im Dezember 2017 konnte in dem Cold Case Fall durch neue Analysemethoden ein genetischer Fingerabdruck entdeckt werden. 30 Jahre nach der brutalen Tat führte er zur ersten Verhaftung des Mannes.
So, das ist der aktuelle Sachstand in diesem Fall. Dann kommen wir zu dem zweiten Fall, und zwar dem Fall von Brigitta Jacobi. Dieser Täter wurde bereits wegen Totschlags in dem Fall Magdalena Heinrich verurteilt. Auch sie war Anhalterin, sie wollte damals mit ihrer Landfrauengruppe nach Ungarn reisen, hatte aber keinen gültigen Ausweis, so dass sie an der Grenze zurückgewiesen werden musste. Auf dem Rückweg stieg sie dann in den Wagen des Täters und wurde getötet. Diesbezüglich wurde er zu 7 Jahren wegen Totschlags verurteilt. Allerdings auch erst im zweiten Prozess. Im ersten Prozess gab es für ihn einen Freispruch. Der Täter war übrigens ein hochrangiger Manager bei der Porzellanfirma Rosenthal. Wegen des Mordes an Brigitta Jacobi wurde er dann im Juli 2021 zu lebenslanger Haft verurteilt. Und in der Südwestpresse vom 30. November 2022 ist dann Folgendes zu lesen. Er ist der Täter, da ist sich die Justiz sicher. Dennoch könnte der Ex-Manager Hartmut M. den Prozess zum Mord an Brigitta Jacobi von 1995 als freier Mann verlassen. Die Verhandlung hat begonnen. 27 Jahre nach einer Bluttat an einer Frau in Sindelfingen hat ein Mordprozess gegen den mutmaßlichen Täter neu begonnen. Von diesem Mittwoch an muss sich ein mittlerweile 72-jähriger Ex-Top-Manager ein weiteres Mal wegen desselben Falls vor Gericht verantworten. Der Rentner war im Juli 2021 bereits vom Landgericht Stuttgart zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Er hatte 1995 die 35-jährige Brigitta Jacobi an einem S-Bahnhof angegriffen und erstochen. Das steht aus Sicht der Justiz auch weiterhin fest. Der Mann konnte mit seiner Revision aber den Bundesgerichtshof überzeugen, der das Urteil aufhob und den Fall an eine andere Kammer des Landgerichts zurückwies. Juristisch ist der Fall komplex und möglicherweise folgenreich. In dem ersten reinen Indizienprozess mit einem konsequenten, schweigenden Angeklagten sei das Mordmerkmal der Heimtücke nicht ausreichend belegt worden, hieß es in der Begründung der Revision aus Karlsruhe. Unklar bleibt also auch weit mehr als ein Vierteljahrhundert nach der Tat, was passierte, bevor das damals 35 Jahre alte Opfer starb. Zwar stehe die Schuld des nun erneut angeklagten Mannes zweifelsfrei fest, entschied das BGH. Aber aus Sicht der Karlsruher Richter lässt sich nicht aufklären, was vor dem tödlichen Stichen passiert ist. Hat es ein Gespräch gegeben oder einen Streit? Hätte die Frau fliehen oder um Hilfe rufen können? Denn dann wäre es nicht unbedingt ein Mord gewesen, der nach deutschem Recht nicht verjährt, sondern vielleicht ein Totschlag. Und für einen solchen kann man nach mehr als 20 Jahren nicht mehr bestraft werden. Der 72-Jährige würde den Gerichtssaal als freier Mann verlassen. Eine andere Strafkammer des Landgerichts soll von diesem Mittwoch an die Möglichkeit bekommen, den Fall noch einmal von Grund auf zu untersuchen. Das dürfte aufwendig werden, denn im ersten Prozess gab es Dutzende Zeugen, viele Aussagen von Menschen, die mittlerweile im Ausland leben. Die Aktenlage war katastrophal. Es fehlten Asservate und angefragte Zeugen waren teilweise schon verstorben oder hatten mit Erinnerungslücken zu kämpfen. Und der Angeklagte? Er schweigt, sein Motiv bleibt unklar. Was sie angetrieben hat, darüber liegen wir völlig im Dunkeln, sagt der Richter in der Begründung zum ersten Urteil. Der psychiatrische Gutachter hält allerdings sogar pure Mordlust als Motiv für möglich. Auch zu Beginn des zweiten Prozesses am Mittwoch kündigte die Anwältin von Hartmut M. an, ihr Mandant werde weder Angaben zur Person noch zur Sache machen. So, das war's dann aber mit den Updates. Jetzt haben wir 2 Fälle, bei denen eigentlich der Täter feststeht, aber die sich jetzt erst einmal wieder aus den Prozessen bzw. aus dem Urteil herausgewrungen haben. Kommen wir erst einmal zu dem Fall von Claudia Otto. Also erst einmal, wenn Spuren von jemandem vorliegen, der
schon solche Taten begangen hat, der schon einen Doppelmord begangen hat, kann man doch schon mal ziemlich fest davon ausgehen, dass er auch in diesem Fall der Täter war. Also ist es natürlich auf den ersten Blick hin vollkommen unverständlich, warum man für solch einen Menschen da nochmal so einen Aufwand betreibt und ihm wirklich nochmal die Möglichkeit gibt, sich aus dieser Tat herauszuwinden. Auf der anderen Seite macht es natürlich vollkommen Sinn, dass hier, wenn dort wirklich Unklarheiten sind und eventuell mit Spuren geschlammt wurde, hier noch einmal verhandelt wird und nochmal untersucht wird, damit man auch eindeutig sicher ist, dass er der Täter ist. Klar, dass natürlich hier die Verteidigung wieder die treibende Rolle spielt, um ihren Mandanten aus dieser Situation herauszuholen. Aber auch hier ist es dann wieder mal so, wenn man sich das nochmal hier zu Gemüte führt, verschiedene Spuren des Opfers und des Angeklagten seien möglicherweise bei den kriminaltechnischen Untersuchungen als auch im rechtsmedizinischen Labor in München vermischt worden. Wenn dies der Fall sein sollte, dann ist einfach mal wieder komplett unsauber gearbeitet worden und das darf einfach nicht sein. Es muss ganz klar in diesen Bereichen sauberer gearbeitet werden. Ich weiß nicht, woran es jetzt liegt, ob die Leute vielleicht überlastet sind, die diese Untersuchungen durchführen, ob diese Leute eventuell nicht richtig ausgebildet sind, ob diese Leute dann, wenn es dann wirklich so sein sollte, dass dort Fehler passiert sind oder dass diese Leute einfach nicht richtig motiviert sind. Auf jeden Fall darf sowas meiner Meinung nach nicht vorkommen. Und dies könnte natürlich wieder ein Grund sein, wenn da unsauber gearbeitet wurde, dass hier jetzt wieder ein kompletter Prozess durchgeführt werden muss. Und dies kostet A Geld, dies kostet die Nerven der Angehörigen und das Gericht ist schon wieder mit einem Fall befasst, in dem es eigentlich einen anderen Fall dann behandeln könnte oder verhandeln könnte, besser gesagt. Etwas anders verhält es sich dann in dem Fall von Brigitta Jacobi. Hier geht es wirklich einfach nur darum, jemanden, der eine Tat eindeutig begangen hat, aus dieser Geschichte herauszubringen. Er ist bereits einmal Täter gewesen, hat schon mal eine Frau umgebracht und auch dort hat er Glück gehabt, dass er nur wegen Totschlags verurteilt wurde, obwohl es mit Sicherheit Mord war. Das damalige Opfer Magdalena Heinrich war eben an der Grenze zurückgewiesen worden und musste jetzt wieder nach Hause zurück und war wahrscheinlich glücklich, dass ihr ein Mann angeboten hat, sie mitzunehmen. Und ich glaube nicht, dass dort dann ein Totschlag stattgefunden hat, sondern ich denke mir mal, dass es Mord war. Also gehe ich mal davon aus, dass das erste Urteil nach meinem Rechtsempfinden schon ein Fehlurteil war. Ich denke mal, dass hier einfach zu eindeutig zugunsten des Täters gehandelt wurde. Denn diese Tat fand nach der Tat an Brigitta Jacobi statt. Und hier wurde er dann letztendlich wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Aber nein, man ist sich dann auch nicht sicher, ob es dann Mord war. Vielleicht hätte Brigitta ja noch weglaufen können. Vielleicht hat man ja vorher ein Gespräch geführt, bevor er sie dann niedergestochen hat. Das alles ist natürlich strafmildernd für den Täter. Auch hier wieder ein geschickter Schachzug der Verteidigung, weil wenn er auch in diesem Fall wegen Totschlag verurteilt wird, kommt er raus. Denn nach 20 Jahren ist eben ein Totschlag verjährt und der Täter kommt frei. In diesem Fall könnte man dann wirklich sagen, er hat zwei Frauen getötet und dafür hat er nur ein Urteil von 7 Jahren bekommen. Ich bin mal gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt, wie ihr dies in diesen beiden Fällen seht. Ich werde auf jeden Fall an den beiden Fällen dranbleiben und auch dann wieder ein Video machen, falls es etwas Neues gibt. Damit schließe ich dann erst einmal das Video ab. Bedanke mich, dass ihr zugehört habt oder zugeschaut habt, je nachdem, wie ihr den Content oder meinen Content konsumiert.
Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.